Hallöchen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, diese Videoperspektive ist für euch in Ordnung. Ich habe mir die jetzt einfach mal ausgesucht, weil es am bequemsten ist und man so auch noch genügend Licht bekommt, sage ich mal. Ja, heute kommt ein ganz besonderes Video und zwar habe ich ein Wichtelpaket bekommen. Und ja, das hat den Grund, dass wir zusammen mit der Simply Fair Horsemanship Gruppe, ich kann euch das Forum gerne unten mal in der Infobox verlinken. Ja, auf jeden Fall mit der Simply Fair Horsemanship Gruppe haben wir untereinander ein Wichtelpaket gemacht. Also, wie soll ich es am besten sagen? Wir haben untereinander gewichtelt. So. Und ja, ich sage euch mal kurz, wer da jetzt so mitgemacht hat. Und zwar ist das einmal die Claudia von Twist Around, dann die Julia von Horse Me Up, dann die Katharina von Merlin Nero, Jenny von Blindly Follow Horses und die Stephanie von Serenity Horses. Ich versuchte euch mal hier alle einzublenden, die Kanäle. Die sind natürlich auch nochmal alle unten in der Infobox verlinkt mit dem jeweiligen Video, weil jeder von uns stellt nämlich heute das Video online von dem Wichtelpaket, weil es uns ja auch blendend interessiert, wie unsere Sachen, die wir denjenigen geschickt haben, halt bei demjenigen auch ankommen. So, so ich denke mal, ich habe jetzt genug drumherum gelabert und ich fange jetzt einfach mal an. Zuallererst, ich muss das mal dazu halten, ups, ist das richtig süß verpackt. Das ist ja an der einen Seite, ups, ich will die Adresse nicht sagen, hier ein bisschen eingerissen leider. Oh, ich sehe gerade, ich bin voll abgeschnitten. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Auf jeden Fall richtig süß verpackt und ich habe schon so eine leise Ahnung, von wem das Paket ist. Aber ich, ja, ich schaue jetzt erstmal rein. Ich will das hier eigentlich gar nicht zerstören. Das ist so süß verpackt, aber ja, ich mach's jetzt auch. So, ach, ich brauche meine Schere gar nicht. Das ist hier nämlich schon direkt offen. Und ja, gucken wir jetzt mal so zusammen rein. So sieht das jetzt gerade aus. So, und dann sehe ich schon direkt einen Brief. So, dann zeige ich euch mal gerade. Ich hoffe, es stellt scharf. Da steht drauf: erst lesen, dann auspacken. Und dann hat sie noch das Simply Fair Horsemanship Logo gemalt. Richtig süß. Ja, dann werde ich jetzt mal als erstes lesen. Och, wie süß. Schaut mal. Wie niedlich. Liebe Alina, ich wünsche dir frohe Weihnachten und erholsame Feiertage mit deinen Lieben. So, jetzt auch schon mal ganz viel Spaß bei der vorweihnachtlichen Bescherung. Hoffe, dir gefällt alles. Habe es dir mal durchnummeriert, ob du errätst, wer ich bin. Liebe Grüße, dein Weihnachtswichtel. Ja, ich habe schon so eine Vermutung und ich glaube, du bist Katharina von Merlin Nero. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du bist die Katharina. Richtig süß schon mal. Dann gibt es hier ganz viel Folie. Oh Gott, wie süß. Wahnsinn. Ich hole mal gerade die. Ganze Folie hier raus. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts drin gelassen. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Richtig süß. Achso, wir hatten gesagt, ein Päckchen im Wert von 15 Euro plus Versand. So. Dann sehe ich hier jetzt schon die 1. Richtig süß, sogar mit so einem Lolli. Da steht 1, hoffe es gefällt und passt. Richtig süß. Dann packe ich das mal aus. Als allererst haben wir hier einen richtig süßen Nikolaus-Lolli. Oh Mann. Die geben sich immer alle so viel Mühe mit dem Einpacken und dann komme ich. Ich habe voll das schlechte Gewissen. Ich habe zwar auch eingepackt, aber nicht so schön. So, dann mache ich es mal auf. Ach, das ist auch noch mal so ein kleines Päckchen. So. Oh, die Farben sind mega schön. Guckt mal.
Farben half da. Die Farben. Guckt euch die Farben an und stellt euch die Farben an die Kieler vor. Größe Pony, perfekt. Alles richtig. Guckt euch die Farben an. Oh, das wird so schön an die Kieler aussehen. Ich guck mal, wenn ich heute noch zum Stall komme, dann blende ich mal ein Foto ein, wie das an der Kieler aussieht. Oh, das ist voll schön. Ich pack das mal gerade weg. Also schon mal vielen Dank dafür. Das ist echt richtig schön. Achso, ja. Dann die Nummer 2. Die Nummer 2 ist für die kleine Pause zwischendurch. Okay. Oh, wie cool! Ich glaube, wie cool ist das denn? Die hat das in so eine Klorolle gepackt und hier ist Schokolade drin. Richtig cool. Das ist echt cool gemacht. Ja, die werden, ich denke mal, gleich schon alle sein nach dem Video. 3, damit alles zusammenpasst. Ich vermute mal, hier ist der Strick zum Halfter drin. Ja, ich glaube, ich liege richtig mit meiner Vermutung. Ja, ich liege richtig mit meiner Vermutung. Krass. Ich finde die Farbe so schön. Und was ich gut finde, dass der keinen Panikhaken hat. Ich weiß, viele mögen lieber Panikhaken, aber ich mag die Haken irgendwie lieber. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen super, dass es mit dem Karabinerhaken ist. Oh, das wird so schön an die Kieler aussehen. So, wir waren jetzt bei der 3. Dann kommt jetzt die 4. 4 ist wieder Pause. Ja, Pause. Da ist wieder Schokolade drin. Ich liebe Schokolade. Okay. Dann haben wir hier 5.1 für Spaß und warme Finger. Okay. Ich glaube, das ist so ein Handwärmer. Das Geschenkpapier ist richtig schön, fällt mir mal gerade auf. Wie cool! Das ist so ein Smiley-Handwärmer. Richtig cool, den kann ich richtig gut gebrauchen, weil die Kieler steht ja im Offenstall und das ist echt immer arschkalt und meine Hände frieren immer halb ab. Richtig süß. So. Wie cool. 5.2. Für zwei Hände auch zwei Päckchen. Da hat sie gut mitgedacht. Da kann ich immer schön eins in die eine Jackentasche tun und eins in die andere Jackentasche, weil ich habe meine Hände immer gerne in der Jackentasche dann. Okay, das will ich nicht. Wie süß das ist. Da haben wir den Smiley. Das ist richtig niedlich. So. Und dann kommen wir zu Nummer 6. Puh, geschafft. Und da gibt es wieder Schokolade. Ich glaube, ich habe das falsch aufgemacht. Ich glaube, hier. Pause. Heißt Pause. Ich nehme mir jetzt einen Bonbon und esse erstmal, bevor ich weiter die anstrengenden Sachen auspacke. Und dann hatte ich ja noch eine Pause. Hätte ich auch erst Pause machen müssen. So, und jetzt ist das Ganze geschafft. Und jetzt esse ich den Rest von der Schokolade. Ich glaube, so war das nämlich eigentlich gedacht. Richtig cool. Okay, ich darf jetzt gar nicht reden. Ich muss jetzt leider erst essen. Oh, das sind diese Dinger mit der Brause drin. Oh, ich liebe die. Die sind richtig gut. Ich glaube, die gibt es so zu Weihnachten, oder? Oh, ich liebe die Schokolade, ehrlich. Hm.
Moment, ich muss aufkauen. So, fertig. Richtig cool, ich zeige euch nochmal so kurz alles. Also die Bonbons habe ich jetzt in den Bonbons, die Schokolade habe ich jetzt da drin gelassen. Richtig cool. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Katharina? Ja, ich glaube Katharina. Also ich denke mal, dass du Katharina von Merlin Nero bist. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich echt mega über das Paket gefreut. Oh, die Farben sind einfach so schön. Und vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Und ja, schaut auch gerne mal jetzt bei den anderen vorbei. Die Links sind unten in der Infobox verlinkt. Und ja, danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich denke mal, ich habe jetzt groß drum herum gelabert.